Willkommen zukünftige Kryptorentner zum heutigen Video. Heute möchte ich dir mal die Kryptobörse BitGet näher vorstellen. Viel Spaß beim Schauen. Ich weiß, es gibt Kryptobörsen wie Sand am Meer. Viele können das Gleiche. Du bist wahrscheinlich auch bei der einen oder anderen schon angemeldet. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass du die Börse BitGet kennst, auch wenn du am Ende des Tages sagst, ich möchte sie nicht nutzen. Sie bietet einige Vorteile. Ich habe mich mit dem Team zusammengesetzt, habe das Ganze nochmal ein bisschen recherchiert. Da wir uns verstanden haben und mir das Ganze gefällt, haben wir dann eine kleine Kooperation draus gemacht. Dementsprechend ist das Ganze ein Werbevideo, so transparenzhalber. Ich darf aber trotzdem meine freie Meinung äußern und werde das selbstverständlich auch tun. Wenn du nach dem Video zu dem Entschluss kommst und sagst, hey, das klingt gar nicht mal so schlecht, ich will das Ganze ausprobieren, dann findest du über den Link in der Videobeschreibung einen kleinen Rabatt. Das heißt, immer wenn du was kaufst, wird hier ein bisschen weniger berechnet, ist also eine schöne Sache für dich und du kannst hier, wie du siehst, bis zu 4.163 Dollar als Bonus bekommen. Schau dir das gerne mal unter dem Link an, was für wie viel du bekommst, denn teilweise sind die Hürden doch recht hoch für die Bonis, aber manchmal bekommst du auch für verschiedene Sachen, die du dann ausprobieren sollst, wie zum Beispiel Copy Trading, auch eine kleine Belohnung. Deswegen schau da gerne mal vorbei, vielleicht ist da was für dich dabei. Wenn nicht, ist auch halb so wild, denn die Börse bietet doch sehr viele Vorteile. Mir ist es bewusst, dass dich wahrscheinlich nur eine Frage interessieren wird und das ist die Frage, wie sicher ist das Ganze. Dazu habe ich natürlich auch ein paar Fakten, die gibt es dann am Ende. Zuvor schauen wir uns hier ein paar Funktionen an. Vielleicht sind dir hier oben die roten Fähnchen aufgefallen, natürlich sind diese interessant. Und wir schauen einfach mal drüber. Du bekommst zum Beispiel hier die Möglichkeit, per Banküberweisung dein Konto aufzuladen. Das Ganze ist hier neu, ist soweit so gut auch schön, sollte aber meiner Meinung nach heutzutage Standard sein. Dann gibt es die Möglichkeit über Drittzahlung, das heißt mit Visa und Mastercard. Hier gibt es 0%, was definitiv eine schöne Sache ist. Das ist nämlich bei manchen Börsen wirklich sehr teuer. Dann gibt es auch hier hinten noch Earn. Das Ganze wird hier mit gratis überschrieben, das verstehe ich nicht ganz, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Und dann gibt es bei Spot eben noch diese drei verschiedenen Funktionen und diese sind auch hier ohne Gebühren. Nicht auf alles, da musst du mal schauen, aber so diese normalen Standarddinge, wie zum Beispiel hier USDT auf BTC, ist selbstverständlich ohne Gebühren und du kannst dich hier frei austoben. Wie du auch hier erkennen kannst, es gibt auch ein Hebeltrading, das heißt, du kannst zum Beispiel mal 10 hingehen und in kurzer Zeit sehr viel Geld gewinnen, aber natürlich auch sehr viel Geld verlieren. Deswegen, wie immer, das Ganze ist weder eine Anlageberatung noch eine Anmeldeberatung. Du musst hier vorsichtig sein, das Ganze recherchieren und dann das Ganze, wenn du magst, ausprobieren. Wenn du sagst, okay, ich traue mich nicht, ich möchte mir das Ganze abgucken, genau dafür gibt es eben hier diese Option mit Copy Trading und zwar kannst du hier hingehen und sagen, okay, ich suche mir hier einen Trader aus und kopiere dann diesen. Selbstverständlich nur mit deinem Vermögen und nicht mit seinem, aber trotzdem eine interessante Sache. Du siehst zum Beispiel hier über 1500 oder 1000% plus. Das Ganze klingt erst einmal verlockend und sehr interessant. Du musst aber beachten, dass hier teilweise ein bisschen geschummelt wird. Das heißt, sie machen zum Beispiel 100 Transaktionen, davon werden 80 positiv abgeschlossen. 10 werden so verkauft und 10 werden noch offen gelassen, damit man hier einfach eine positive Bilanz hat. Deswegen, bevor du hier irgendjemanden folgst oder das nachtradest, geh rein, schau dir an, was seine Statistik ist, was macht er, lass dich da ein bisschen inspirieren und erst wenn du sagst, okay, das hat Hand und Fuß, das gefällt mir, das möchte ich so machen, dann mach das. Ansonsten vorsichtig sein, denn es kann natürlich sehr schnell auch in die Hose gehen. Wenn du hier Fragen hast oder mehr erfahren möchtest, dann lass es mich gerne wissen, dann kann ich dazu selbstverständlich auch nochmal ein Video machen und dir zeigen, wie das Ganze abläuft, funktioniert und Co. Das ist aber natürlich noch nicht alles, denn wir haben den letzten Punkt hier mit Gratis und Earn und zwar, du kannst selbstverständlich auch hier Kryptowährungen staken und dann Geld erhalten. Zum Beispiel hier mit flexibler Laufzeit gibt es auf USDT, aber auch BUSD, was ja beide Stablecoins sind, 8% und auf ETH 4%. Meiner Meinung nach eine sehr interessante Möglichkeit, hier sich ein bisschen Geld dazu zu verdienen, aber auch hier musst du natürlich selber mal schauen, was sich für dich anbietet und welche Prozente hier am Ende des Tages auch lukrativ sind. Dann gibt es aber auch noch mehr Funktionen, denn du hast zum Beispiel auch hier das Launchpool. Launchpool ist eben die Möglichkeit, wo du deine eigenen Münzen stakest, um dann eine neue Münze zu erhalten. Du siehst zum Beispiel hier aktuell die Tonmünze. Ansonsten gibt es natürlich auch hier das Launchpad, das heißt, hier werden neue Projekte vorgestellt und du kannst hier in neue Projekte investieren und so möglicherweise interessanten Token erhalten. Außerdem gibt es über 350 verschiedene Kryptowährungen, wo du hier eben investieren kannst. Messi hat auch eine Kooperation und macht hier ein wenig Werbung. Vielleicht hast du es auch bei dem einen oder anderen YouTuber schon gesehen, der mit Copy Trading hier viel Geld verdient. Es gibt aber natürlich auch noch ein paar andere sehr interessante Punkte, wie zum Beispiel, dass der Sitz von BitGet in Singapur ist. Es kann gut, es kann aber auch schlecht sein. Singapur hat aber den Vorteil, dass es sich so ein bisschen in einem Krypto-Graubereich befindet. Warum? Du siehst es an der Internetseite, alles ist auf Deutsch. Das heißt, es ist ein kleiner Vorteil für die, die keine Lust auf Englisch haben oder vielleicht sogar gar nicht dem Englischen mächtig sind. Und was noch sehr interessant sein kann für einige, ist, dass du kein KYC
KYC benötigst. Das heißt, kein KYC, du musst dich nicht verifizieren mit Ausweis und Adresse und Co. Das Ganze geht bis zu 20 Bitcoins bzw. $400.000, was doch eine große Summe ist. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich möchte das Ganze hier handhaben, ohne dass es jemand großartig weiß, dann ist hier BitGet vielleicht für dich die richtige Option. Vielleicht hast du irgendwie Schulden oder sonst irgendwas und möchtest das Ganze einfach so handhaben. Aber auch hier ganz vorsichtig, ich empfehle hier definitiv Cointracking und Accounting, damit man hier das Ganze, was man so treibt, auch definitiv tracken lässt und dann auch der Steuer eben abgibt. Nicht, dass du am Ende hier hinter Gitter darfst, nur weil du irgendwo irgendwie was schummeln wolltest. Lügen haben kurze Beine, am Ende des Tages kommt es raus und dementsprechend passt da bitte auf. Soweit, so gut. Du kennst jetzt die Börse, du weißt, es gibt sehr vieles umsonst, es gibt sehr viele coole Funktionen, du kannst sehr viel Geld verdienen, aber auch verlieren. Du kannst auch mit Earn natürlich hier ein paar neue Projekte rausfinden, aber am Ende des Tages ist natürlich die Frage, wie sicher ist das Ganze? Und dazu gibt es eine Seite, selbst von BitGet, und zwar Proof of Reserve. Du siehst nämlich hier, im Durchschnitt ist BTC, ETH und USDT bei 244% sozusagen über abgesichert. Das heißt, sie haben einen Bestand von mehr als 100%, was schon mal sehr gut ist. Und du siehst, bei Bitcoin ist es nämlich so, die User haben 1204 Bitcoins, aber BitGet hält 8730. Das heißt, sie halten 725% und sind somit überabgesichert, was definitiv eine schöne Sache ist. Bei USDT ähnlich, da haben sie das Doppelte und bei ETH haben sie 186%, also definitiv auch ein bisschen mehr. Man sieht hier leider nicht das Ganze auf jede Kryptowährung aufgeschlüsselt. Ich behaupte mal, da sie aber hier 600% über den 100% sind, ist genug Geld da, um natürlich auch die ganzen anderen Kryptowährungen abzusichern. Sie haben auch selbstverständlich eine Versicherung und Co. Also das Ganze sieht doch hier sehr gut aus. Man kann jetzt hingehen und sagen, okay, das sind ja nur irgendwelche Zahlen, die sie hingeschrieben haben. Theoretisch hast du recht. Ich habe aber recherchiert, nachgeschaut und konnte nichts Gegenteiliges und auch nichts Negatives finden. Davon abgesehen, dass das Ganze hier nochmal erklärt wird, gibt es nämlich hier unten noch ein paar weitere Informationen. Und zwar gibt es hier die Blockhöhe, also wann das Ganze sozusagen festgestellt worden ist. Und du hast auch nochmal hier die ganzen Wallets. Das heißt, du kannst hier nochmal jede Wallet durchklicken und schauen, okay, wie sieht das Ganze dort wirklich aus. Und du siehst auch hier im Hintergrund, okay, zum Beispiel auf dieser Börse gibt es 3200 Bitcoins. Wir klicken da einmal drauf, schauen, wie das aktuell aussieht. Und du siehst, dass es hier immer noch diese 3200 Bitcoins gibt, was eine Summe von $53 Millionen ist. Wie du also hier erkennen kannst, das Ganze ist wirklich da. Das ist scheinbar hier eine Cold Wallet. Das Ganze ist also abgesichert und dürfte soweit passen. Eine 100%ige Sicherheit hast du selbstverständlich nie. Deswegen empfehle ich immer, schau dir gern in deiner Videobeschreibung die verschiedenen Links an. Es gibt so viele verschiedene Hardware und Cold Wallets, beginnend bei $50 bis hin zu $300, wo du definitiv das Richtige findest, um deine Kryptowährungen zu sichern. Du siehst also, du hast hier wirklich eine grundsolide Börse, wo du sehr viel handeln kannst, sehr viel traden kannst, Copy Trading machen kannst. Du hast hier einen Weltmeister, der Werbung sogar dafür macht, und dementsprechend schau da einfach gerne mal vorbei. Das Ganze, wie gesagt, kostenlos. Du kannst dich anmelden, das Ganze mal ausprobieren, drüber schauen und dann entscheiden, ob das Ganze was für dich ist. Wie du weißt, Crypto.com, Binance und Co. alle haben ihre Probleme. Und so ist vielleicht BitGet eine interessante Alternative, gerade mit dem interessanten Proof of Reserve und den Möglichkeiten des kostenlosen Kaufens. Wenn du die Münzen dann am Ende des Tages auf eine Hardware-Wallet hältst, dann hast du sowieso alles richtig gemacht und dann dürfte das Ganze passen. In dem Sinne, falls du BitGet schon nutzt oder kennst, dann gerne mal deine Meinung unten in die Videobeschreibung. Wenn du das Ganze mal ausprobieren möchtest, wie gesagt, findest du den Link gerne in der Videobeschreibung. Ansonsten kannst du dich natürlich auch so anmelden und dann soll es auch schon wieder mit dem Video gewesen sein. Falls es hier noch Fragen gibt, auch unten reinschreiben, dann kommt natürlich dazu nochmal ein Video und dann sehen wir uns selbstverständlich spätestens morgen zum nächsten Video zukünftige Kryptorentner. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last.